Willkommen beim Statistikus. Ich möchte Ihnen zeigen, worüber wir reden, was wir genau machen und wie ich das Ganze hier glieder. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung habe ich so gegliedert, dass Sie von der Struktur her besser in Ihrer Prüfung, in Ihrer Klausur klarkommen können. Was behandeln wir in der Wahrscheinlichkeitsrechnung? Da ist zum einen die Kombinatorik. Das Ziehen aus einer Urne mit oder ohne Zurücklegen, mit oder ohne Beachten der Reihenfolge. Haben wir eine echte Auswahl oder haben wir sie nicht? Da reden wir über Kombinationen, über Variationen, über Permutationen. Zu diesen einzelnen Themen haben wir einzelne Videos hier am Start. Dann ist es wichtig, dass Sie Ereignisse verstehen. Ereignisse insbesondere als Venn-Diagramm gemalt. Das heißt, wir sind hier ganz stark im Bereich der Mengenlehre und müssen im Bereich der Mengenlehre verstehen, was hat es mit Schnitten auf sich, mit Schnittmengen, was hat es mit Vereinigungsmengen auf sich, insbesondere was ist die Bedeutung der leeren Menge und der Menge aller Elementarereignisse, also von Omega, und wann setzen wir zum Beispiel hier diese ohne Menge ein. A ohne B will sagen hier A, aber nicht B. Ja, nur das einige von den Themen, die wir dann bei Ereignissen haben, wo wir also die Mengenlehre ganz stark einsetzen. Und dann eine Sache, und das finden Sie so in den Lehrbüchern nicht, das habe ich mit der Erfahrung von den Präsenzkursen entsprechend anders gegliedert. Wahrscheinlichkeiten lassen sich exakt berechnen, sie lassen sich approximativ, also ungefähr berechnen, und sie lassen sich abschätzen. Das sind die drei großen Themen, die man zunächst mal hat in Klausuren und die drei Alternativen, die man zunächst mal hat. Wenn wir eine Wahrscheinlichkeit exakt berechnen sollen, dann ist es so, wir haben diskrete Zufallsvariablen und wir haben stetige Zufallsvariablen, und zwar sowohl eindimensional als auch mehrdimensional. Das heißt, die Frage der Dimension habe ich hier gar nicht drin, weil sich das auf alles aufgliedert. Und auch das werden wir besprechen, die eindimensionalen Zufallsvariablen als auch die mehrdimensionalen. Und die diskreten Zufallsvariablen, die also auf abzählbar vielen Werten leben, ich sage immer mit Löchern dabei, weil wir nur 0, 1, 2, 3, 4 haben, aber nichts dazwischen. Diese diskreten Zufallsvariablen haben, und auch so lernen Sie das nicht in der Literatur, Sie haben entweder keinen Namen oder Sie haben einen Namen. Wenn Sie keinen Namen haben, dann sind sie Ihnen gegeben mit x, nehme die Werte an, mit gewissen Wahrscheinlichkeiten oder so. Wenn Sie aber Namen haben, und zwar Binomialverteilung, hypergeometrische Verteilung, Poisson-Verteilung, diskrete Gleichverteilung etc. etc., wenn Sie einen Namen haben, dann müssen Sie entweder selbst draufkommen, wie zum Beispiel bei diesen beiden, die nämlich in der Natur heraus bekannt sind. Das heißt, in Ihrer Prüfung wird nicht auftauchen, von wegen, rechnen Sie es mit der Binomialverteilung. Nein, nein. Sie müssen das schon selbst rausfinden, wann etwas binomial verteilt ist und wann etwas zum Beispiel hypergeometrisch verteilt ist. Ich werde in den entsprechenden Videos dann Ihnen die Voraussetzungen verraten, mit denen Sie das machen können und müssen. Ja? Bei stetigen Zufallsvariablen, wenn wir keine Löcher dazwischen haben, wenn wir überabzählbar viele Merkmalsausprägungen hier haben für die Zufallsvariablen, für die Verteilungen, dann stellt sich dasselbe Problem, nämlich manche haben gar keinen Namen, wo wir dann einfach so eine Dichtefunktion finden müssen. Andere aber wiederum haben einen Namen, zum Beispiel die Normalverteilung, zum Beispiel die Rechteckverteilung, also stetige Gleichverteilung, oder aber auch die Exponentialverteilung. Will sagen, es gibt namenbehaftete Zufallsvariablen, die Sie kennen müssen. Einzelne davon werden Ihnen gesagt werden, andere davon wiederum werden Ihnen bestimmt nicht gesagt werden, die müssen Sie nämlich selbst dann rausfinden. Ja, von diesen mit den Namen haben wir hier also jene. Oder es gibt eben Zufallsvariablen, die haben keinen Namen und auch die müssen Sie teilweise selbst konstruieren. So, das ist also, wenn Sie Wahrscheinlichkeiten exakt berechnen sollen. Von wegen, rechnen Sie Wahrscheinlichkeit aus, dass das und das und das rauskommt, dann bewegen wir uns in diesem Bereich. Wenn wir Wahrscheinlichkeiten approximieren sollen, wenn wir sie annähern sollen, ja, approximativ berechnen, dann gibt es dafür die Möglichkeit zum Beispiel des zentralen Grenzwertsatzes, dass wir hier unabhängig identisch verteilte Zufallsvariablen haben, deren Summe dann irgendwie annähernd normal verteilt ist. Wir werden an entsprechender Stelle genau darauf eingehen. Oder man wird Ihnen eine Approximationstabelle geben. Möglicherweise dürfen Sie Hilfsmittel in Ihrer Prüfung, in Ihrer Klausur benutzen, wo eine Approximationstabelle drin ist, wo Voraussetzungen stehen, wann
wir zum Beispiel eine Binomialverteilung durch eine Poisson-Verteilung approximieren dürfen oder eine Binomialverteilung durch eine Normalverteilung approximieren dürfen und müssen. Dann mit Stetigkeitskorrektur, wenn wir diskrete Zufallsvariablen mit stetigen approximieren. Ja? Will sagen, eine Wahrscheinlichkeit annähernd zu berechnen, approximativ zu berechnen, das wäre dann hier dieses Thema, was wir dort haben. Also exakt berechnen, approximativ berechnen oder, und jetzt kommt's, sie abzuschätzen. Wobei abschätzen nicht dasselbe ist wie schätzen. Abschätzen heißt nämlich nur eine Mindestwahrscheinlichkeit finden oder eine Höchstwahrscheinlichkeit. Das ist Aufgabe hier der Chebyschewschen Ungleichung. Da gibt es einen sogenannten inneren Bereich und einen sogenannten äußeren Bereich. Ja, auch darauf werde ich eingehen, wann wir also welche Art der Chebyschewschen Ungleichung hier benutzen werden. Nämlich, wenn die Verteilung unbekannt ist, hingegen Erwartungswert und Varianz bekannt, wir einen symmetrischen Bereich haben um den Erwartungswert herum und wir dann entweder etwas abschätzen sollen nach unten oder nach oben, das also hier zur Chebyschewschen Ungleichung. Das sind die Themen dieses Kurses hier zur Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo ich mich bemüht habe, die Themen von Klausuren an Hochschulen einzufangen. Ja, viel Spaß beim Lernen. Bis dahin.